Die ausgelassene Stimmung beim Abschlusstraining der Schalker vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus täuscht. Die Königsblauen wollen die große Chance, vorzeitig ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen, unbedingt nutzen. Volle Konzentration also auf die kommende Aufgabe und die eigenen Stärken. Es geht darum, dass wir unsere Qualitäten ins Spiel bringen und dass wir versuchen, es Piräus schwierig zu machen. Es ist ein Heimspiel für uns und wir hoffen natürlich mit der Unterstützung von unseren Fans, dass wir das auch hinkriegen. Die waren nach der hochverdienten 0:2 Niederlage gegen Bayer Leverkusen mächtig angefressen. Huub Stevens hatte viel Gelegenheit zur Fehleranalyse. Nun will Schalke den Fokus auf die Champions League richten. Das ist abgehakt und wir konzentrieren uns jetzt auf unser Ziel, was wir vor Augen haben, um eine Runde weiterzukommen in die Champions League. Er wird besonders im Blickpunkt stehen. Klaas-Jan Hüntelaar traf in den bisherigen 4 Champions League Partien jedes Mal. Ganz anders ist die Situation in der Liga. Dort ist der Niederländer seit 6 Spielen ohne Torerfolg. Wird Hüntelaars Ladehemmung zum Problem für Stevens? Nein. Und ich bin unser Gott nicht. Ich bin auch nur ein Trainer, der Laufschuhe anhat. Ja? Ich weiß nicht, was morgen passiert. Wer die Tore gegen Piräus macht, dürfte Huub Stevens egal sein. Hauptsache, der Einsatz stimmt. Denn theoretisch könnten die Königsblauen noch auf den 3. Gruppenplatz abrutschen. Von Europa League will man in Gelsenkirchen aber nichts wissen. Schalkes neuer Nationalspieler sieht sein Team deshalb in der Bringschuld. Uns ist schon bewusst, was wir in Leverkusen abgeliefert haben und standen total neben der Spur. Und ich glaube, dass jeder jetzt total motiviert ist für morgen, das wieder gut zu machen, auch vor heimischem Publikum, gerade für die Fans. Das Duell mit Olympiakos Piräus wird für Schalke zum richtungsweisenden Spiel, sportlich und finanziell. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Für das große Ziel, den Einzug ins Champions League Achtelfinale, heißt es nun volle Konzentration.